Der Stadtpark in Wien wurde im Zuge der Schleifung der alten Stadtmauern und der Errichtung der Wiener Ringstraße in der Mitte des 19. Jahrhunderts angelegt. Unser Spaziergang beginnt auf der Höhe des Johann-Strauß-Denkmals. Das Johann-Strauß-Denkmal ist das in Wien am häufigsten fotografierte Denkmal. Der Kursalam und Hübner wurde im historistischen Stil erbaut, 1865 bis 1867. Der Kursalon entwickelte sich bald zum Treffpunkt der Wiener Gesellschaft. Der Park wurde am linken Wienflussufer im Stile eines englischen Landschaftsgartens gestaltet. Die Wien, der Wienfluss, entspringt im Wienerwald und hat lediglich eine Länge von 34 Kilometern. Am rechten Wienflussufer liegt eine ehemalige Milchtrinkhalle. Heute befindet sich in diesem denkmalgeschützten Gebäude ein bekanntes Haubenrestaurant. Unser Weg durch den Stadtgarten führt uns auf verschlungenen Pfaden rund um den Teich vorbei an einer Reihe von Denkmälern von Komponisten, Malern und mehreren Brunnen. Der Stadtpark ist der Park mit den meisten Denkmälern in Wien. Unter Bürgermeister Andreas Zelenka wurde der Stadtpark angelegt. Wenn dir der Spaziergang durch den Wiener Stadtpark gefallen hat, ich begleite dich auch durch den Park des Schlosses Belvedere. Siehe meine Playlist Städtereisen auf YouTube.